Hier in der Abgeschiedenheit des Osterzgebirges im Glimnitztal bei Hartmannsdorf-Reichenau soll sich das Unfassbare ereignet haben. Detlef G., ein Schriftsachverständiger des Landeskriminalamtes, ermordete mutmaßlich einen 59-jährigen Mann aus Hannover, der seit Anfang November vermisst wurde. Die Staatsanwaltschaft Dresden gab am Freitag Details zu dem Verbrechen bekannt. Demnach sollen sich Täter und Opfer im Internet kennengelernt und den Mord zusammen geplant haben. So wurde auch vereinbart, dass die Tat direkt nach der Ankunft passieren soll. Am 4. November fuhr das Opfer mit dem Fernbus über Berlin nach Dresden. Vom Hauptbahnhof fuhr ihn Detlef G. ins abgelegene Glimnitztal. Nach den Aussagen des Tatverdächtigen hat er in der Folge mit einem Messer das Opfer lebensgefährlich am Hals verletzt, woran dieser dann auch verstorben ist. In der Folge hat der Tatverdächtige ausgesagt, dass er das Opfer in mehrere Stücke zerteilt hat. Es sind dabei auch viele Stücke, die sehr kleinteilig sind, und auch Knochen wurden durch den Tatverdächtigen zertrennt. Danach vergrub Detlef G. die Leichenteile auf seinem Grundstück. Noch sind nicht alle gefunden, Detlef G. bestreitet aber, etwas davon gegessen zu haben. Das Opfer war in Unna als Geschäftsführer tätig. Eine Woche nach dem Verschwinden wurde dort Vermisstenanzeige gestellt. Daraufhin führte die Polizei in Hannover umfangreiche Ermittlungen durch. Zeugen sagten aus, dass der Vermisste seit seiner Jugend die Fantasie hat, sich von einer dritten Person töten und aufessen zu lassen. Das klingt ungeheuerlich, aber mehrere Screenshots einer einschlägigen Internetplattform, die zu diesem Zeitpunkt bekannt und verfügbar waren, bestätigen das. Die Chatprotokolle führten auf die Spur des Täters. So konnte auch der Klarname von Detlef G. ermittelt werden. Beide hatten wohl ab Oktober Kontakt. Von Anfang an sprach das Opfer über seine Tötungsfantasien. Detlef G. hat ein Teilgeständnis abgelegt und spricht von Tötung auf Verlangen. Er bestreitet eine sexuelle Motivation. Derzeit gehen wir davon aus, dass das Mordmerkmal der Befriedigung des Geschlechtstriebes gegeben ist. In der Form hat das Gericht auch den Haftbefehl erlassen. Gleichwohl werden wir natürlich prüfen, ob gegebenenfalls auch eine Tötung auf Verlangen vorliegt. Das würde aber voraussetzen, dass es ein gewisses Näheverhältnis zwischen beiden Personen gegeben hat und dass es letztendlich auch einen besonderen Anlass gab, dass der Beschuldigte in der Art und Weise, wie er es gemacht hat, tätig geworden ist. Aufgrund der Größe des Hauses und Grundstücks geht die Spurensuche in den nächsten Tagen noch weiter.